und herzlich willkommen zur 224. Folge Subsistence und eine neue Aufnahmesession mit den üblichen verdächtigen Personen. Männliche Heiko, weiblich Miri, weiblich Julia, weiblich Manu. Ja, alle im Alter von 18 bis 68. Und bei den 60. Quartal ist die Folge 8. Ja, bei dir, stimmt, ja. Wer ein aufmerksamer Zuschauer hat, bemerkt, dass auch Julia die Folgen jetzt mitschneidet. Ihre Sicht der Dinge auf dem Kanal Julia Let's Plays. Bei ihr ist es Folge 8, aber sie ist ja mal so toll und schreibt meine Folgentitel auch noch dahinter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber wenn du das hast... War klar. Und ich komme immer zeitversetzt 24 Stunden später am nächsten Tag und ich habe ein Level 10 Hühnchen draußen, ich muss vor die Tür. Ja, ja, ihr habt es mitgekriegt, die letzte Session. Ich habe ja auch bei Julia geguckt, wie sie hin und her geflitzt ist mit ihrem Veggie-Kram. Ja, das war echt übel, also. Da waren wir tatsächlich schon echt leicht überfordert. Das bin ich aber standardmäßig immer. Chronische Überforderung. Dieser Annahme maße ich mir nicht an, also das hast du dann doch selber verzapft. Ich habe ja die Taschen total voll. Ja, wir sind vom Dings zurückgekommen, deswegen ist das nämlich jetzt auch schon hell. So ein Kack. Stimmt. Und ich habe vergortes Essen hier drin. Ach du Scheiße, was ist das denn? Richtig. Ich habe verdorbenes Essen in meiner Tasche. Wieso das denn? Hä? Ich meine, oh. Ich weiß aber nicht mal, was es war. Wie gesagt, wir waren ja noch ziemlich lange unterwegs gewesen beim letzten Mal, weil wir ja den neuen Kartenabschnitt geguckt haben. Und mussten so hastig raus, damit es nicht schon wieder in den nächsten Tag geht, weil fast nicht gelungen wäre. Ja, genau. Denn stimmt. Genau, wir sind reingehüpft und schon war helle. Ja. Ach, stimmt. Du kannst die Tomaten nicht mehr in der Tasche lassen. Nee, also, das kannst du tatsächlich nicht. Jetzt kloppen wir erstmal hier was rein, so. Kann das sein, dass das Schatten nie kaputt geht? Nein. Nee, das nur bei dir. Das ist grenzenlos. Nur bei dir, ja. Verstehe die Welt nicht. Aber ist wurscht. Wieso denkst du das? Ich habe jetzt ein leeres Chutney-Glas, aber keine anderen Chutney-Gläser in der Tasche. Und ich versuche zu rekonstruieren. Ja, du wirst ja wohl auch irgendwas gegessen haben, oder? Unterwegs. Also ich hatte auch ein leeres Glas in der Tasche. Es ist aber, weil ich das gegessen habe. Wir sind überpünktlich. Der Kuckuck hat jetzt erst geguckt. Ja, der Kuckuck sagt, ja, der ist ja eine Minute auf. Der hat verpennt. Na, das macht er aber immer. Das Herr hat auch verschlafen. Ich weiß nicht, wenn er verschläft, ist mir das nicht so schlimm, als wenn er mich immer auslacht. Er hört auch nicht auf damit. Arg lästiges Tier. So, mal gucken, wie ich das Zeug irgendwo unterbringe. Man sollte nicht mit verschiedenen Versionen spielen. Man sucht sich einen Wolf. Wenn man alles in andere Kisten hat, ach, das ist ein Kreuz. Das ist mal so. Munition von dir habe ich noch hier drin, die bringe ich dir nachher mal vorbei. Damit ich hier mal ein bisschen Platz kriege. So. Ja, was haben wir denn hier jetzt? Ich komme hier wieder rein. Ach, die Türme muss ich hier wieder anmachen. Siehst du? Ja. Gut, dass du das sagst. Ja, genau. Bin ein guter Mitspieler, oder? Ab und zu mal. Aus Versehen. Hallo? Gerade konnte ich noch rumlaufen und schon habe ich wieder hier pelzigen Besuch vor der Tür. Oh, ich habe auch ein Level 2er. Level 2 Wolf, Level kann ich nicht sehen, Bär, Level 3er Bär. Natürlich, halbe Sachen machen wir ja schließlich. Nein. Wenn, dann richtig. Ja. Gestern Abend stand ich mal ganz kurz, weil ich mich gerade eingeloggt hatte, vom Level 4 Bär. Ui. Ja, hab ich auch gedacht. Das ist prima. Aber nicht hier. Nee, hier nicht. Oh, guck mal, ein Hühnchen. Hau ab. Geh doch, wo du wohnst. Echt jetzt mal. Ich wohne hier. Ja, aber nicht mehr bei mir, du. Ich hoffe, ihr habt die Folgen geguckt, als ich Heiko
Besuch abgestattet habe. Du meinst, wie du mit der Spitzhacke auf seiner Tür rumgetrommelt hast, ja? Hab ich gesehen. Und er stand von innen und hat repariert. Repariert, ja. Herrlich. Ach, scheiß auf die blaue Tasche, egal. Man hätte nur so fragen können, wie viele Äxte hast du dabei? Wieso? Ich will wissen, wie viele Nägel ich aus der Kiste holen muss. War auf jeden Fall witzig. Kommt da irgendwo rein. Das kommt doch da irgendwo rein. Aber ich habe auch gehört, wie herzhaft ihr gelacht habt, weil er mir ein Hühnchen reingestellt hat. Ich habe es gehört. Euer schadenfrohes Lachen. Das musst du dir eingebildet haben. Da gab es Tonprobleme, ganz eindeutig. Ja, 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 ja. Sehe ich auch so. So, ich glaube, ich habe jetzt soweit ein bisschen aufgeräumt. Ja, ich werde nochmal hoch, einmal noch die Arge holen und was essen und dann werde ich mal lostackeln, ne? Da war doch gerade. Mutti braucht Stuff. Groß und langbeinig? Groß und langbeinig, das war ich nicht. Hier gibt's Störche? Ach, das ist neu. Ja, groß und langweilig. Und war die erste versenkt. Miri? Ja. Fuck. Für diese Session. Ja. Erteile ich dir Verbot. Sterbeverbot. Richtig. Darf ich dann mal? Dann muss ich ja zu Hause bleiben. Die wahre richtige Antwort wäre, du kannst sterben, so oft wie du willst. Das habe ich mir jetzt still gedacht. Ich wollte das nicht so. Ich wollte es nur aussprechen. Ich bin auch bei Helfen, Mann. Du bist nicht. Ah, ja, ja, nee, ist klar. Ihr habt mich ja so lieb. Ach, guck mal, hier ist ein Zweier-Elch. Der ist angeschossen. Stirb leise. Das ist meine. Der muss Schlittschuhe anhaben. Der ist über den Boden geglitscht. Pass auf, dahinter ist ein Dreier-Bär, ne? Nee, nee, wenn Richtung Elch, nur hinter dem Elch. Wenn du jetzt nämlich noch weiterläufst, dann musst du vorsichtig sein. Eigentlich wollte ich ja mal so langsam mit meiner Bude anfangen, die mal richtig hübsch zu machen und so, aber jetzt brauche ich erstmal wieder jede Menge Holz. Wir neue bauen. Ich höre die Grillen zirpen. Also irgendwie sind hier Steine, die vorher nicht da waren. Was? Schweine? Ja, Steine. Ja, 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 ja. Tierp, 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 tierp. Steine, Felsen, die waren vorher nicht da. Aha. Okay. Jetzt weißt du, was in dem Update war. Und hier dieser Felsvorsprung war auch nicht da. Hat er an der Map noch gebastelt oder was? Also. Wenn der irgendwo an der Map bastelt, wo einer eine Bude stehen hat, ich weiß, was dann passiert. Ich hatte mal eine Berghütte. Da hat er die Berge verändert, war die Hütte weg. Ja, natürlich, hier sind ja auch andere Bäume. Ja. Und zwar da. Wo? Oh, dieser blöde Bär. Wo eigentlich immer so öfter eine Hunter-Dings steht, eine kleine. Ja. Die Bäume waren ja da vorher nicht da, aber ich bin total. So, wie sieht's was denn war hier das aus? Denn da ist nicht für mehr, ne? Ding. Nein. Ja, ich muss mal gucken. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwie. Doch, hier steht auch ein Baum, der hier nie stand. Also, are you fucking kidding me? Der hat meine Patrone nicht aufgefüllt. Ernsthaft? Also der Baum stand hier nicht. Definitiv Steine, die vorher nicht da waren. Das war, ist du, hier alles du extrem, hast recht. Extrem felsig und überall sind zu den Tannen hier sind bei mir, ich würde es mal sagen, es sind Erlen oder whatever. Also Laubbäume sind hier dazu gekommen. Warte mal, Manu, ich komme gleich mal per Kamera zu dir. Ja, warte, dann stell ich mich beim Moment. Ich muss nur reingehen. Wie, kannst du zaubern, ja? Ah, ich schieß schon wieder über die Map. Oh, nee. Es ist ja wieder. Wieso? Du warst ja bei uns. Gleich, oder? Ja, egal. Meine Güte. Ich hab meine Patronen nicht aufgefüllt. Kamera zum Spieler. So. Ich will ja nichts sagen, ja? Dann sag auch nichts. Guck mal hier. Ja, ist ein Sturm. Echt jetzt? Warum sagst du's? Gestorben? Wer ist gestorben? Hier, die Niemand. Großen Felsen. Waren die vorher da? Nein. Siehst du das hier? Guck mal. Ja, ja, ich sehe. Nee, ich glaube nicht, ne? Du hast doch Sterbeverbot. Schau mal hier. Nee, ich glaube nicht. Die sind definitiv neu. Auch hier dieser Siehst du diesen kleinen. Pass auf, in dem Busch steht ein Level 3er.
Das ist ein Schwein, ist das, ja. Ah ja, ein Schwein. Also die waren definitiv... Die kleinen Steine waren nicht. Das ist ganz schön viel geworden, die kleinen Steine im Fluss. Also das hier, das war nicht da. Das hier? Ja, hab ich... Ja, geht, du hast auch... Ach nee, du hast ja nicht. Nee, ich hab nicht. Nee. Nee. Der hat auch gegenüber von dir im Stein was verändert, habe ich das Gefühl. Warte, ich geh mal ein Stückchen nach oben. So. Er ist nämlich jetzt so eine schöne Schräge ins Wasser. Die sind neu. Oh, der Bär! Siehst du das? Oh, ich hab gedacht, der wäre hinter mir her. Ich hab nein, nur gehört. Der Bär frisst das Schwein! Ja, ja. Was? Böse Schwein. Jetzt aber ich heftig! Ich zu rupfen mit dem Bären wegen dem Schwein. Mein Gott, ein Tierpark. Nee, was hast du jetzt mal? Sag, ich stehe woanders. Na wunderbar, geht ja schon gut los. Du stehst am Stein, ja, du gehst da gerade oben drauf. Der Bär traktiert das arme Schwein. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der da war. Siehst du das? Der hier. Also irgendwie, ja, sieht, ja, nee, die sehen anders aus. Ne? Ja, die auf jeden Steine. Fall. Also ich kenne die Map ja mittlerweile auch, ne? Man kennt ja, aber das ist dann doch... Naja gut, also das ist auf jeden Fall anders. Und die hier, guck mal, die Bäume, siehst du, das meine ich. Diese Bäume hier. Die gab es früher auch nicht, ja, ich sehe schon. Wo ich vorstehe, hier, den gab es vorher nicht. Die ja, aber dann hat er die Map, ich schätze mal so, von der Map-Erweiterung, dass er das so weiter reingezogen hat. Dass das so eine Übergangsdingsbums sein soll das vielleicht. Das ist möglich. Ihr kennt da hinten auch den Südseeteich, ja, den kleinen, wo noch Puma 3 da oben ist. Aber wenn man bei der Höhle da ist, den Höhlendurchgang, wo ihr jetzt mal gebaut habt. Da habt ihr auch noch ein paar neue Bäume gesetzt. Die Akazienbäume stehen da und ein paar Kieferchen hat er gesetzt. Also, hat also hier, hier sind definitiv andere Bäume auf jeden Fall. Also hier auch bei mir. Hier sind diese Akazien könnten das sein. Ich weiß es nicht. Akazien in Alaska? Ich weiß nicht, was das ist. Oder, aber ich würde eher sagen, es sind Erlen oder sowas. Also, als Bäumchen gucken. Ja, ich gehe jetzt auch hier zurück. Okay. So, also, zurück zu Glück. Das ist auf jeden Fall anders als vorher. Mal gucken, was hier noch anders ist. Ricke gegenüber bei dir. So, was habe ich jetzt gehört? Miri hat die Regeln gebrochen. Nein. Ja. Ich habe die Regeln nicht gebrochen. Meine Waffe hat die Regeln gebrochen. Darauf steht die Todesstrafe. Bams und wieder. Juchheiter. Ich weiß gar nicht, kann eigentlich die Statistik dreistellige Todeszahlen anzeigen? Doch, ich meine, die Frage. Ja. Doch, kann sie, ja. Ich habe vergessen, wie er hieß, aber der hatte ja, der war ja der absolute Burner. Ich weiß nicht, wie hieß denn der nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Achillos, oder wie der heißt. Wie? Achillos. Ja, irgendwie sowas. Achillos, oder irgendwie so. Todeslos, keine Ahnung. Irgendwie so hieß es. Wo wir auf diesem Fremdserver gebaut haben, der war doch auch im dreistelligen Bereich. Keine Zeit. Was ist denn noch beim Bär? Mein Gemüsekühlschrank ist voll. Also, ich muss ja schon mal. Das ist ja bedauerlich. Hier ist eine schräge Runde. Du lügst, ohne rot zu werden, ne? Richtig. Ja, Farbe, ey, warum soll ich jetzt mein Gamertang aufgeben, ey? Ja. Genau. Ich gebe doch hier nicht mein Gamertank auf. Da habe ich so lange dran gearbeitet. Ja. Tschüss. Das ist wie immer hier. Ich habe extra vermieden, in Labö rumzulaufen und so. Na Push! Geht das schon wieder los? Oh, ich habe schon lange nicht mehr La Push geguckt. Nee, ich auch nicht. La Push? Klärt mich auf. Twilight. Twilight. Aha. La Push ist ein Strand. Aha. Ja, also zumindest in dem Film. Wo man auch gut surfen kann. Ich hab noch die Jacke an, sehe ich gerade. Und dann sagt er so, La Push, Baby, La Push. La Push. Ja, ich komme mit, aber er sagt nicht mehr La Push. La Push. Okay. Boah, dieses Gebrummel vor der Tür geht mir total auf den Geist. Aber ist euch aufgefallen, dass kein Schnee mehr da ist? Ja, wir haben März. Das ist ja auch März, ne? Und habt ihr auch gesehen, dass die weißen Wölfe jetzt Bären sind? Hast du was? Natürlich. Ja. Die haben sich umgekehrt. Die weißen Ex-Wölfe brummeln die ganze Zeit bei mir vor der Tür rum. Ja, bei mir brummelt ja auch irgendwie eigentlich. Die weißen Ex-Wölfe. Ich bin ein Ex-Wolf und du. Oder die Ex-weißen Wölfe, wie du willst. Oder die Tipp-Ex-Bären. Am besten ist, du baust denen einen Saal und dann können sie da so eine
Ist auch ein Schweinchen, was Selbsthilfegruppe für Ex-Wölfe machen. Selbsthilfegruppe? Oh, ich habe eine Blaubeere. Ich laufe aber jetzt nicht nach Hause. Aber natürlich. Doch, doch, die muss ganz schnell nach Hause. Jetzt. Die esse ich jetzt. Du kannst mich mal. Aber ich bleib im häuslichen Sinne. Für alle, die mich kennen und können. So, was ist das? Ich wollte eigentlich eine Holzrunde machen. Ich laufe an jedem Baum vorbei. Es ist doch nicht wahr. Ey. Ich brauche mich für eine Holzrunde jetzt nicht mehr anzustrengen. Hier sind so viele Bäume bei mir auf der Seite. Also. Das ist echt krass. Oh, guck mal da oben. Krass ist das. So. Okay. Bin ich schon bald fertig mit der ersten Versorgungsrunde. Und das noch bevor die erste Folge rum ist. Sehr schön. Wie, hast du alle Pflanzbeete gegossen? Ja, da bin ich mit bei. Und düngen und aufräumen. Ich habe schon vergessen. Ich glaube, das machen wir in der ersten. In der zweiten wird gekocht, in der dritten wird gegessen. Was? Interessant. Wahnsinnig spannend hier. Spannend. Was knurrt denn hier im Himmel? Dein Magen. Ja, das war... Du hast recht. Dann werden wir mal hier so eine vergammelte Heidelbeere reinziehen, bevor die das Zeitliche bevor sieht, die ne? richtig vergammelt. Ja, eben. Die faul also bei mir hat sich gerade ein Schuss gelöst aus meiner Pistole beim Nachladen. Wie, du lebst schon wieder? Ja. Vorübergehend, ne? Du bist aber heute auch wieder die Freundlichkeit in person, ne? Ja, man gewöhnt sich dran. Nee. Es gibt Dinge, an die man sich nicht gewöhnt. Zum Beispiel an Julia. Glaub mir. Die ist halt ungewöhnlich. Hat einer heute schon einen Wolf erschossen? Ich versuche jeden Tag einen vor dem Frühstück zu erschießen. Hat noch keiner einen Wolf erschossen? Nein. Nee? Na, okay. Haben Wölfe Sehne? Bitte? Haben Wölfe Sehne? Die sehen anders aus. Was? Wie? Wo? Die sehen detaillierter aus, die Wölfe. Erschießt mal einen Wolf. Ich musste gerade, weil er... Du mir hoch auf den Stein gekommen. Ich habe hier drei Stück für die Tür und ein Bär. Ich das Fell aber ist nicht. Noch, das Fell ist noch feiner geworden. Ich habe ein Bär erschossen, aber das habe ich nicht gesehen. Hast du vielleicht eine neue Brille? Nein. Ich meine, könnte ich auch gleich. Nur ein Bildschirm wieder. Nee, ernsthaft nicht. Ist wirklich. Ehrlich, guckt euch den Wolf an. Nee, ich habe jetzt dafür keine Zeit. Hier übrigens auch für die Faser. Ich habe nur Holzklopfen, ich habe nur arbeiten. Ein bisschen weiterkommen. Ja, genau. Ich habe auch hier alles voll. Die Fasern sind noch detaillierter. Hast du dein Bildschirm geputzt? Nein, und auch etwas heller. Das war beim Update drin gewesen, deshalb ist die Grafik ein bisschen verändert hat. Das sieht man auch. Bisschen schärfer gemacht. Ja, das sieht man. Eigentlich müssen sie nur Werbung machen für Fielmann oder Apollo. Ach, ich war letzte Tage bei Apollo, neue Brillen bestellen, meine Güte nochmal. Ich habe gekungelt und gemacht und gekämpft. Ja. Ach, ja, die machen ja schon mal so Rabattaktionen da und dann hatten sie so ein Prospekt, da stand drauf hier plus zusätzliche weitere 50% auf die ohnehin schon 50%, wenn man Ü50 ist, so wie Apollo auch, ich Ü50 und dann, ja, aber ich sag nix hier ohne Wenn und Aber und eine Lesebrille kostenlos dazu. Ja, das geht nicht, da bin ich aufgestanden, raus, warten Sie mal. Ach, das war so richtig geil. Am Ende habe ich eine 875-Euro Brille für 390 € bestellt und die Lesebrille gratis. War aber nicht ganz einfach. Was ist das jetzt? Eine Wastenbrille? Für alles oder was? Eine Gleitsichtbrille. Gleitsicht. Ja, 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 ja. Mit diesen zweitbesten Gläsern überhaupt. Die haben wir so Bronze, Silber, Gold und noch irgendwie was höheres Platin. Und ich habe eben die zweitbeste Stufe wie beim letzten Mal auch. Die kosten normalerweise allein die Gläser schon 500 €. Ja, aber 50%, da waren wir bei 250 und dann habe ich noch meinen Rentnerrabatt noch. Ja, dann. Ich versuche den Leuten zu verkaufen, dass hier Jungspunde sitzen und du fällst mir dermaßen in den Rücken. Ja, was soll ich machen? Man merkt es doch sowieso. Wow, ist der struppig geworden. Ich komme hier nicht raus. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich hier... Also die Tiere sind deutlich detaillierter. Noch detaillierter. Ja, und aufdringlicher. Geworden. Ja. Ja, ist er. Ist mir sofort aufgefallen, als ich den gerade geschaut
geschossen hatte, dass er anders aussieht. Das Fell ist noch feiner und strukturierter. So, jetzt reicht's mir aber. Mein Internet ist kacke. Nicht nur deins. So, jetzt sollte man aber was essen zwischendurch. Ich glaube, das könnte helfen. Das Bärenfell ist genauso beschissen, wie vorher auch war. Blut verschmiert. Aber 1, 2, 3, 4, 5 mal Fett hat er. Ganz schön fett, der fette Fetter. So. Bis ich mir die Hände gewaschen habe und das Fleisch verräumt habe, ist schon wieder einer zur Beerdigung da. Das ist ein Problem, ne? Ach, schrecklich. Vor allem, wenn man Schissbuchs ist, so wie ich, ist das ein Problem. Was auch deutlich mehr geworden ist, wirklich deutlich mehr geworden ist, es sind die Ärzte. Es sind viel mehr Ärzte an den Schienen als vorher. Ich habe die Tasche pickepacke und bin hier eigentlich nur bei mir rumgelaufen. Also nicht bei Julia, sondern bei mir. Und hab, Moment, mal eben gucken. 12 mal Kupfer, 28 Eisen, 6 Zink und 4 Kalium oder was das ist. Ist ja nicht viel. Ich find's viel, dafür, dass ich da gar nicht nachgeguckt habe, sondern eigentlich so ein bisschen hier geguckt habe nur. Also ich bin gar nicht gezielt auf Erztour gegangen. Dafür ist es dann doch relativ viel. Hm. 800 Eisen ist nicht voll schlecht, ja. Ne? Also das ist, ich, wie gesagt, ohne gezielt zu gucken, ne? Sondern ich bin mehr oder weniger, sagen wir mal, drüber gefallen. Oh doch, die Lenzen sind richtig. Da guckst du nicht gezielt. Ja, die da guckst du nicht gezielt, aber mal so ein schönes Wolfsfell, das wird genau inspiziert, weißt du. Das ist mir, du hast gesagt, das sind richtig die Bären und die Wölfe. Ehrlich, das ist mir sofort aufgefallen. Sofort, als der Wolf da lag, ist mir aufgefallen, dass der ganz anders aussieht. Ah, das hat wahrscheinlich den Wölfen hier auch Respekt eingeflößt, weil ich hier gerade für ein Exempel statuiert habe an dem Dreierbären. Die haben sich aus dem Staub gemacht, ein Stück weit zumindest. Ja. Ja, ja, ja. Guckt her. Guckt her. Hier kommt der Tod persönlich. Ich muss mir extra so eine Sense besorgen und eine Kapuze. Hast du heute bei Hexerle gesehen, was heute für ein Tag ist? Ja, Fischbrötchentag. Leberwurstbrötchentag, Leberwurstbrötchentag, Leberwurstbrötchentag. Fischbrötchen, Leberwurstbrötchen. Ja, oh! Das war jetzt konsequent. Oh Mann. Wer ist hier bei mir? Ich werde Teufel tun. Gerade jetzt. Ich bin schon wieder weg von dir. Pfeile, oh. Neue Flanellhemd. Ja. Flanellhemd. Au. Ich hab das DLC nicht. Kann ich ja umziehen? Zieh mal die Jacke nochmal an. Und jetzt tu mir den Gefallen und geh zu Julia und zeig das Julia. Wieso? Ja, damit sie es in ihrer Aufnahme auch hat. Wo bist du denn? Dann komme ich dir entgegen. Bei mir ist er gerade. Was frage ich überhaupt? Am Strand. Ihr trefft euch bei Miri, ist eine gute Idee. Das sieht cool aus. Genau, ich finde die Jacke finde ich cool. Ich glaube, ich muss mir doch das DLC holen. Für 89 Cent ist das okay. Ist nicht mehr blau. Ja, nee, mach ruhig. Ich. Bleib also, da. Ja, warum denn nicht? Wäre gesünder für dich. Ich sag's dir nur. Ich glaube, ich muss mir das DLC doch holen. Er kriegt dich weich gekocht. Ja. Ja, dieses Blau von der Jacke ist ja nicht besonders hübsch. Aber das Weiß ist schon cool. Ja, hol dir das doch. Also ich hol's mir nicht, weil ich dafür spiele ich es. Also ich, für mich. Dafür spiele ich das nicht genau.
Vom Aussehen her, Pullover finde ich auch hier ganz schön. Hier kommt man nicht rein, ne? Wenn man mal hier auf der Flucht ist, hat man verloren. Ah ja, eine weiße Jacke. Nee, kannst du vergessen, geht nicht. Die sitzt immer auf dem Sofa, weißt du, Chipstüten futternd und guckt die Leute, die an ihrem Zaun verrecken. Guck mal, das Flanellhemd an. Das Grüne. Erinnert mich so ein bisschen an Erl aus Hör mal, wer da hämmert. Nee, aber das ist aber Dingslos hier. Wie heißt das? Marine, wie heißt das nicht, Marine? Camouflage. Camouflage, ja. Das glaube ich nicht, Tim. Waldcamouflage und Wintercamouflage. Genau. Schicki, schicki. Stell dich mal aufs andere Bein, ja. Mhm, ja, schön. Lächeln. Julia, du stehst zu nahe. Du solltest das nicht tun. Das ganze DLC, 89 Cent oder hier pro Klamotte. Oh. Oder was? Ja, ich meine, gut, 89 Cent, das ist ja noch pro Klamotte in Ordnung, ne? Ja, ich rein, bitte. Ja, die weiße Jacke werde ich mir wahrscheinlich holen, weil die gefällt mir wirklich. Und das Flanellhemd statt dem Pullover würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Ich stehe ja eher auf Hemden. Dann könnte ich ja jetzt ganz ohne Probleme zu Andrina laufen. Wenn der Heiko von da kommt, können da keine Tiere sein. Höchstens Kadaver. Nee, hier ist nichts. Ich bin durchgelaufen, also oben mitten durchs Feld. Irgendwas stimmt hier nicht, es knurrt. Ist so gut. Ja, Heiko ist schon lange nicht mehr so, das kannst du vergessen. Die Zeit hat er abgelegt, wirklich. Oh. Was denn? Wir haben noch jemand, der sich uns freundlicherweise angeschlossen hat. Ach so, habt ihr Freunde? Ja, vielleicht. Okay, das war auch nicht da. Es hängt da am Baum fest. Nee. Oh, ein Häschen. Ja. Also, wir müssen ein Häschen haben. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die erste Folge in dieser Aufnahmesession schon fast vorbei ist. Ja, das geht immer flottig. Die Sonne, die macht schon wie ein Flug, also... Die macht schon wieder einen Abflug. Ja, wenn man auf High Heels nicht laufen kann, dann fliegt man halt gelegentlich mal. Da läuft mir das Häschen zwischen den Beinen durch. Und das Häschen weiß, was gut ist. Und lacht noch. Weil ich es nicht rechtzeitig geschnallt habe. Nun ja. Ich glaube, wir müssen heute alle bei Andrina übernachten. Ja, wenn ihr meint, aber eure Öfen gehen aus. Ich glaube, das kann ich so gerade noch verknusern. Und Strom weiß ich auch nicht. Ja, sei mal nicht so frech. Ich stehe vor deinem Kühlschrank. Da steht Ausschalten. Drück, Strom? Mein Kind, drück. Dann spare ich Strom. Alles nehmen und aus. Den anderen Kühlschrank, alles nehmen, aus. Und wenn du ich den hast jetzt ein Problem. Macht das nichts. Ja, weil ist eh nichts mehr drin. Du hast ein Problem. Du hast nämlich nichts, wo du das unterbringen kannst. Stimmt, dann nehme ich am besten den ganzen Kühlschrank mit. Raus. Ich mache wahrscheinlich, nehme ich den ganzen Kühlschrank mit. Das schaffst du ja auch nicht. Ja. Dazu müssen dir nochmal Arme wachsen oder so. Ein paar Arme stricken lassen. Keine Arme, keine Kekse. T-Rex ab! Ich hab ihn schon wieder! Yay! Andrinas Castle. Mhm. Wo bist du denn? Moin. Hallo, guten Tag. Schön, Sie zu sehen, Madame. Man schließt die Birne, wenn man hier mal springt, ne? Tja, deine Kühlschränke sind noch an. Ja, ich glaub das. Wolltest du hier hoch? Seid ja schon am Madenbaum gewesen. Du hast noch zwei Leben auf deinem Bett. Ich drei, weiß. Vier, fünf, sechs. Du hast keinen Strom mehr. Oh, ein Dachgeher. Da fallen. Was ist mit dem Madenbaum? Da fällt Laub die ganze Zeit. Da runter. Ist eine Tasche oben im Madenbaum drin. Das war schon immer so. Aber nicht in der Menge. Da ist eine Tasche im Madenbaum drin? Ja, komm mal her, guck mal. Tatsächlich? Da kommt keiner dran. Das ist eine Madenbaumtasche, unschlüssig. Jetzt müsste da so ein Hovertext drüber sein. Hier drin befinden sich, ne? 10 Lockpickschlüssel. 25 Sehnen. Vielleicht auch ich glaube, also und 99 Iron Bars. Genau. Goldbarren. Und Edelstein. Ja, genau. Edelsteine auch. Und Lakritzschnecken. So, ich gehe an mein Feuerchen, schmeiß nochmal ein Hölzchen rein. Oh. Ein Hölzchen. Hölzchen. Da muss ich unten auch nochmal ein Hölzchen reinschmeißen. Ja, die Folge ist. Warte mal. Funk. Oh. Ich dachte eben, da steht einer. Ich habe mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken.
Naja, also die Folge ist vorbei, die Einführungsrunde ist vorbei. Wo ist die Frau jetzt? Hier in der Ecke. Kannst du mal ins Helle kommen? Jetzt ist der Ofen aus, ich glaube. Jetzt ist der Ofen aber jetzt aus. Ist aber der Ofen aus. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao und bye bye. Tschüss. Tschüss.